Oh, ja, hallo, Herr Borg, Heide, hallo, da bin ich wieder, euer Lutze. Es ist schon wieder Montagabend, ne? Aber Nikolaus ist vorbei. Hier, der hat mir so Plätzchen reingesteckt und ich glaube, die habe ich schon mal gesehen. Und hier so ein Schoko-Weihnachtsmann. Hier, ja, die Plätzchen, die hat mir meine Frau gebacken. Oder nicht mir, sondern überhaupt für Weihnachten schon. Ich denke mal, da wird so der eine oder andere auch so mit Plätzchen, mit der Plätzchenbäckerei angefangen haben. Irgendwie muss sich da Nikolaus die geklaut haben und mir in die Stiefel gesteckt haben. Jedenfalls sind die ganz lecker und ich habe schon mal ein bisschen probiert, aber die sollen ja noch bis Weihnachten halten. Bis Weihnachten ist nicht mehr lange, nur noch 16 Tage. Ja, wie gesagt, Nikolaus ist vorbei, der zweite Advent ist vorbei, jetzt kommt noch der dritte und vierte. Dann sind auch schon wieder Weihnachtsferien, die Kiddies freuen sich. Aber vorher sind natürlich ein Haufen Weihnachtsfeiern noch, unter anderem natürlich jetzt am Samstag im Waldbad Borkheide. Der startet ab 15 Uhr und da ist richtig was los wieder, weil nämlich, so wie ich nachlesen konnte, die Begrüßung stattfindet durch den Vereinsvorsitzenden Thorsten Rüz und natürlich auch wie immer traditionell durch den Pfarrer Herrn Blödorn. Der Bläserchor Borkheide ist dabei, die Weihnachtsaufführung der Hans-Grade-Grundschule, die Waldtrommler, die Seniorentanzgruppe Crazy Borkies sind auch da, die Line-Dancer, den Borkheider Chor und die Feuershow der Fireflies und dann zum Schluss noch immer gemeinsames Weihnachtssingen und natürlich viele kleine heimelige Stände, Glühwein ohne Ende, Bratwurst und was man sich sonst noch so wünschen könnte. Sicherlich auch Plätzchen, aber hoffentlich nicht meine, die brauche ich ja hier selber. Ja, in Michendorf war Nikolauslaufen gewesen. Da sind mehr als 1100 Nikoläuse rumgelaufen mit roten Mänteln und Zipfelmützen und unsere DRG-Ortsgruppe hat dort fleißig wieder die Veranstaltung abgesichert. Das heißt, die sind natürlich immer fleißig aktiv unterwegs, wie andere natürlich auch. Jo, was haben wir noch so? Das war's schon. Wir sind ja ziemlich kurz unterwegs diesmal. Ach so, ich darf nicht vergessen, am Samstag ist Weihnachtsfeier im Waldbad, sondern am Sonntag auch im Nachbarort in Altborg bei unserem Ingo Kaplik, der Hoffleischerei Kaplik. Da ist ab 14 Uhr wieder Bratwurst essen, Glühwein trinken und vielleicht auch das eine oder andere Steak. Und vielleicht stellt er auch die Krippe auf, denn schließlich hat seine Jungfrau Maria Nachwuchs bekommen. Na, ich glaube nicht, wird es den Kleinen höchstwahrscheinlich ein bisschen zu kalt sein draußen. Ja, und da sind wir auch schon wieder fast durch. Jetzt bleibt uns nur noch eins, und zwar Fußball. Ja, Fußball gibt's heute nicht, denn das Fußballspiel am Sonntag ist ausgefallen, so wie hier bekannt gegeben wurde in Borkheide News, und wird im Januar nachgeholt. Die Jungs müssen sich erstmal erholen und natürlich wieder zusammenfliegen. Die halbe Mannschaft ist ja Malade. Und da brauchen wir nur noch sagen, die suchen immer noch Nachwuchs. Also nicht nur die Herrenmannschaft, sondern auch die Kiddies suchen Nachwuchs, wie man immer wieder auch beim BSV 90 auf der Facebook-Seite beziehungsweise auf der Website lesen kann. Wer da seine Kinder zum Fußball schicken möchte, kann sich dort einfach mal informieren. Es gibt allerdings beim BSV 90 noch andere Sportarten, die man mit auffüllen kann. Jo, das war's schon wieder. Wir sind ja kurz und knapp hier durch diesmal. Jetzt fehlt mir nur noch eins. Ja, Matze, ne? Was ist mit dem? Ja, der bringt heute das Wetter aus seiner Wetterküche. Und wie es da aussieht, zeige ich euch hier. Hallo Lütze, hallo Borkheide, hallo Welt. Heute kommt das Wetter mal aus der Wetterküche. Entschuldigung. Ja, was können wir von der Woche erwarten? Nicht viel, Temperaturen um die 5 Grad, 4 Grad, Freitag Richtung 2 Grad, Nachttemperaturen um den Gefrierpunkt, so leicht rüber, 1 Grad bis 0 Grad möglich. Mit einigen Niederschlägen ist zu rechnen und deswegen auch wieder in den frühen Morgenstunden aufpassen, es könnte jederzeit glatt werden. Mit dem Blick aufs Wochenende, Samstag zum Weihnachtsmarkt, halte ich mich noch ein wenig bedeckt. Ich hoffe mal, es geht alles gut aus. Aber der ein oder andere Regenschauer ist im Moment noch auf dem Radar zu sehen. Drücken wir die Daumen für schönes Wetter. Wir sehen uns am Samstag im Waldbad. Bis dahin. Ciao. Ja, vielen Dank, lieber Matze. Wie immer kurz und knapp. Mit Schnee hast du nicht so dieses Jahr. Jedenfalls nicht mit dem, was von oben kommt. Ich denke mal, das war's für heute. Wir sehen uns wieder am Samstag beim Weihnachtsmarkt, hoffe ich doch. Und ansonsten nächsten Montag, wie immer,
So kurz vor 19 Uhr hoffe ich, dass wir ja fertig sind. Bis dahin alles Gute euch und kommt gut über die Woche. Wie immer hier vor der Kamera, euer Lutze und tschüss.